Mani Pani fragt, wie läuft dein Liebesleben? Das ist etwas, was ich eigentlich von YouTube sowieso und Twitch fernhalte. Aus mehreren Gründen. Erstmal einfach für mich aus Respekt Anna gegenüber so. Also ich muss euch jetzt nicht erzählen, irgendwie das und das und das und das und das habe ich gemacht. Aber es gibt da eigentlich auch nichts zu erzählen, Digga, weil ich nicht auf der Suche bin nach einer Freundin. Und auch, ihr glaubt es nicht, ich bin auch nicht auf der Suche oder am Geiern bei Instagram. Klar kriegt man mal bei Instagram ein paar Nudes geschickt. Ist in Ordnung, dann hole ich mir abends einen drauf, einen runter und gut. Aber ich habe auch gar keine Lust, mich mit irgendwelchen Weibern groß zu treffen. Sag ich euch ganz ehrlich, habe ich eigentlich gar nicht so Bock drauf. Habe ich einfach keinen Bock auf die Kopfschmerzerei. Weiß nicht, habe ich momentan keinen Kopf für, Digga. Für mich ist es einfach so, ich bin momentan, sag ich euch ganz ehrlich, ich erzähle euch nichts so groß, aber ich bin ganz happy eigentlich, wenn ich mal Bock habe auf irgendwas, dann hole ich mir einen runter und gut. Und wenn irgendwas mal in der Vergangenheit passiert ist, was nicht mit runterholen zu tun hatte, dann werde ich es euch nicht erzählen und gut. Also ich sag euch so, wie es ist. Wenn ich wollen würde, könnte ich jeden Tag eine neue Tussi f***en. Genug Weiber bei Instagram etc. bieten sich an. Aber dann sitze ich lieber vor meiner Konsole und zock einfach ein bisschen PlayStation 4, Digga. Das macht mir mehr Spaß. Hast du Zigaretten am Start oder was? Willst du noch ein bisschen dazu gesehen oder was? Dazu gesehen. Ja, sie gesellt sich da noch ein bisschen dazu. Aber nur 2 Minütchen, ey, du weißt doch, Geschäfte. Ach, halt deine Schnauze, Alter. Setz dich hier rüber. Setz dich Darüber rüber. meinst Ja, du? setz dich hier auf die Seite. Was ist denn gerade Thema hier? Ich lese Fragen vor aus dem Livestream-Chat von Twitter Okay. und die beantworte ich. Schreiben die von Twitter direkt hier rein, oder was? Nee, 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 ich habe Dings. Die sollten mir bei Twitter Fragen stellen. Ach so, okay. Hab gerade gehört mit runterholen oder so, ne? Ja, ich habe halt gesagt, dass ich keinen Bock habe momentan auf eine feste Freundin oder auf Frauen an für sich eigentlich im Grunde, ne? Weil du kennst es ja selber, Digga. Dir Ja. schreiben Weiber, dir schreiben Weiber, oh, lass mal f***en. Und du denkst, Ja. Jackpot, Digga. Und entweder wie bei Holger, ich werde jetzt keinen Namen nennen oder so, aber entweder wie bei Holger, die sagt dir zweimal hintereinander ab. Und Oder die Filter, die darfst du nicht vergessen. Die Filter bei Instagram sind auch ganz schlimm. Holger kapiert es aber auch immer nicht. Er sagt mir, oh, guck mal hier, Maschallah, die sieht so gut aus. Ich sag, Bruder, die hat nur Bilder mit Filter. Oder kennt ihr die Weiber, die immer aus einer Position fotografieren, die machen immer so. Aber du musst mir recht geben, die eine, die von sonst wo gekommen ist, ne, wo ich dir ein Bild geschickt habe, gezeigt habe auch, da hast du auch gesagt, boah, da kann man gut bei. Ne, Ich und habe gesagt, die geht klar. die geht klar. Ja, und was? Ja, Fickbar. und was war dann, als wir heute hochgegangen sind und du zu mir meintest, ich brauche mal wieder eine geile alte und nicht immer die Resteware? B-Ware. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber die ging durch, Leute. Es war jetzt nicht so, dass es wirklich. Also, B-Ware, Wahrscheinlich ging die Lieblingsabdruck. durch, Digga. Ne? Wahrscheinlich ging die durch. Nichts für eine Ich werde Beziehung, so sagen wir mal so. gerne die Story erzählen. Willst du die nicht jetzt raushauen, mal? Welche Die Story? Story mit Dings, wo du wo du diesen hier gemacht hast mit ihr? Ach so, da ist aus dem Ausländer da. Ja, die ist schon gut, die Story. Welche Kamera muss ich denn sprechen? Welche Kamera? Die Kamera musst du sprechen, Okay. da. Okay, Das ist beste Story aller Zeiten, Digga. ich fasse mich kurz. Auf jeden Fall hatte ich so, ich habe, wie Marcel gesagt hat, ich krieg 1000 Bilder, alles perfekt. Nee, das war nicht perfekt, Digga. Ja, okay, die waren in Ordnung, die Fotos. Die waren okay. Aber das war immer aus derselben Perspektive. Und ja, okay, ich will jetzt nicht. Ist Geschmackssache, aber. Okay, sagen wir so, es war vielversprechend. Und dann habe ich mir halt eine aus dem Ausland, habe ich mir hergeholt, die wollte mich gerne Aus dem kennenlernen. Ausland hört sich an wie aus Thailand irgendwelche Kinder. Wir müssen Nee, klarstellen. aus. Ja, aber genau das dann können wir nicht sagen. Nennen wir es mal Österreich. Weil sonst kann das zu doll zurückzuführen Ja, werden. okay, Und ja. dann kommt sie an und ich denke so, scheiße. Ich habe dir auf Ehrenbruderbasis mein Auto gegeben, dass du sie abholen Ja, kannst. Mann, ich denke, ich mache mir voll auf Welle und nimm Marcells Auto, damit gleich Dosenöffner und so. Und dann kommt sie an und ich denke, nein, laufe ich weg? Sag ehrlich, Holger hat mir erzählt, er ist am Bahnhof, hat sie gesehen und hat erst überlegt, ob er einfach Ja, wegfährt, habe ich gedacht. Habe ich gedacht. Aber dann dachte ich mir, scheiß drauf, ich bringe sie nach Hause. Habe ich sie nach Hause gebracht, bin zu Marcel gefahren, habe den ganzen Tag hier gechillt. Und abends bin ich zurückgefahren. Dann ein bisschen. Bumsi. Ja, Du kannst das schlecht erzählen, ich erzähle das erzähl's jetzt. weiter. Holger hat voll den Absturz geschoben und hat gesagt, das ist nicht mein Typ. Und die bleibt jetzt bei mir zu Hause und ich weiß gar nicht, wann die wieder fährt. Und dann ist er immer eigentlich gefühlt nur hingefahren, um sie zu bumsen.
und hat sie den ganzen Tag, von 24 Stunden am Tag hat er sie 18 Stunden bei sich allein zu Hause in der Wohnung chillen lassen. Ja. Und war den ganzen Tag nur unterwegs, hat immer gesagt, ich habe das zu tun, hab das zu tun. Ja. Das ist der Schlimmste von Memo. Memo labert mich den ganzen Tag dicht. Mach ihr das, das kannst du nicht machen. Digga, die ist 15 Stunden mit der Bahn zu dir gefahren. Aber dann macht man auch nicht so eine Abfucknummer. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wenn ich so eine Frau bin, die jetzt nach Deutschland kommt, dann muss ich doch auch vernünftige Fotos schicken. Und das war ja Verarsche. Also in dem Sinne wurde ich verarscht. Ja, wenn du so ja, das ist halt einfach, vertraut keinen Bildern auf Instagram. Nee. Die Weiber wissen, wie sie die Bilder zu bearbeiten haben. Willst du erzählen, wie du das Problem dann gelöst hast? Soll ich direkt erzählen? Digga, wenn du das erzählst, bist du wahrer Ehrenmann, Digga. Das gibt diese andere gute Aufmerksamkeit für dich, Digga. Okay, also ich bin echt kein Arschloch, Leute. Aber das Nein, überhaupt nicht, Digga. Aber ich habe sie wunderbar behandelt, nur ich wusste nicht, wie ich sie loswerden soll. Da habe ich zu Aspi, meinen Kollegen, habe ich gesagt... erst habe ich nun zu gesagt. Nach 1,5 Tagen, Digga, die ist 12 oder 15 Stunden mit der Bahn zu dir gefahren. Nach 1,5 Tagen, 2 Tagen hatte er keinen Bock mehr auf sie. Und was hast du dann gemacht? Dann habe ich nun zu angerufen, habe ihm gesagt, bitte, Digi, mach mal Fake-Anruf. Ruf mich an und sag, deine Frau hat dich rausgeschmissen. Und dann habe ich zu Asmir noch gesagt, Asmir, ich werde dich gleich anrufen und fragen, ob nun zu bei dir pennen kann. So, lange Rede, kurzer Sinn. Nee, andersrum, ne? Egal. Auf jeden Fall habe ich Lunzio angerufen. Er hat mir einen vorgestottert. Da habe ich Asmir angerufen, auf Lautsprecher natürlich alles. Meinte so, von wegen, kann Lunzio bei dir pennen? Und er meinte, ja, die geht alles durch. Also nur nochmal für die Leute, die es nicht kapiert haben, weil Holger einfach nicht reden kann und sich anhört wie Ausländer. Holger hat einen Kollegen von uns angerufen und hat zu ihm gesagt, Diggi, ruf mich mal bitte an und behaupte, du bist zu Hause rausgeflogen und weißt nicht, wo du pennen sollst. Dann hat er Asmir angerufen und hat gesagt, Asmir, ich rufe dich gleich an und sag dir, dass Nunzio rausgeflogen ist und ob er bei dir pennen kann, weil ich habe ja eine Alt hier. Du sagst dann aber, nein, das geht nicht, dass er ohne irgendwelche, er muss bei mir pennen. Genau, so hörte sich das realistisch an. Deshalb habe ich Asmir auch noch mit involviert. Also hat Nunzio ihn angerufen, hat gesagt, er hat auf Lautsprecher gemacht, die Alte hat es gehört, oh, ich bin rausgeflogen, bla bla bla. Holger hat aufgelegt. Der hat zu allen gesagt, oh scheiße, was ist jetzt los? Ich rufe mal kurz Asmir an, ob Nunzio bei ihm pennen kann, weil du bist ja hier. Asmir war natürlich eingeweiht, hat er ihn angerufen, Asmir, nee, geht nicht. Und dann hat Holger zu dir gesagt, tut mir leid, du musst los, mein Kollege muss hier pennen, der ist zu Hause rausgeflogen. Und danach hat sie gesagt, dann kann ich ja wiederkommen, wenn Nunzio weg ist. Die Roller, dafür wärst du in der Hölle schworen. Nein, weil ich hab's wie ein Gentleman gemacht, ich hätte auch sagen können, pass auf. Du bist hässlich und so. Nein, die war ja nicht hässlich. Nein, das nicht. Sie sah auf den Bildern anders aus als im Realen. Und das muss man auch dann Holger zugute halten. Wenn eine Alte kommt, Digga, dann muss sie mit offenen Karten spielen. Aber du bist auch ein Amateur. Da musst du vorher dir, also erstmal sowieso, vorher von ihr Pussybilder, Tittenbilder und ganz wichtig, ein Video, wo ihr Gesicht zu sehen ist, ohne Filter. Ein normales Bild. Aber dazu muss ich zur Verteidigung sagen, ich habe ihr extra gesagt, schick mir ein Bild ungeschminkt. So hat sie mir geschickt und das habe ich wirklich vielen Leuten... Das war auch ein Filter. Nee, das war kein Filter. Das war kein Filter. Das war echt völlig normal. Und da dachte ich, okay, süßes Mädchen, perfekt. Aber ich finde, Holger hat trotzdem einen Respekt verdient. Auch eine, die ihm überhaupt nicht gefällt, optisch, er f***t sie trotzdem. Ja, das stimmt. Ja, okay. Kann also ich Holger ist wirklich Resteverwerter Nummer 1. Komm, jetzt... Voila, was du schon gebumst hast, ist nicht mehr normal. Also sagen wir mal so, ich habe echt geile Weiber gefickt, aber ich habe auch B-Ware... teilweise akzeptiert. Das läuft darauf hinaus, dass wir schon, ich wollte eigentlich schon mal mit Holger so machen, aber es ist nicht dazu gekommen, Digga. Es war schon so weit, dass wir auf dem Kiez waren und ich zu dir gesagt habe, Holger, ich gebe dir 300 Euro, wenn du die hässlichste Nutte fickst, die es hier gibt, ich suche dir aus. Und du hast wirklich überlegt, ob du es machen sollst. Warum ist das überhaupt nicht zustande gekommen? Ich glaube, ich wollte 500 oder so. Ja, irgendwie so. Also, Holger ist, was das angeht, schmerzfrei. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Mhm. Aber meine Freundinnen, Leute, die waren alle Gummi. Und das kannst du auch bestätigen. Also, jetzt mach nicht den. Ich kenne, wie hieß deine erste Olte nochmal? Heike. Heike war lecker. Oh, ja. Heike war gut. Mhm. Was danach gekommen ist, nennen wir sie nicht namentlich, war von, nicht... Von Otto, die Ex? Ja, die war okay. Mhm. Oh ja, stimmt. Die war lecker. Aber dann, mit der du lange zusammen warst, das war nicht mein Typ Frau. Aber sie war auch hübsch. Das musst du war charakterlich, ist die korrekt. Ist nicht mein Typ Frau, aber hübsch war sie trotzdem. Ja. Aber als sie dann mit dir zusammengekommen ist, ist sie aufgegangen wie ein Hefeteig, Digga. Da hat sie ein bisschen zugenommen. Ja, ja. Aber das machen die Frauen. Ja, das ist normal. Mhm. Aber, Geschmäcker sind verschieden. Aber ich sag mal so, ich kann keine 100 Kilo Frau. Da haben wir nie gesagt, dass ich das getan habe, mein Lieber. Freiwillig.
Ja, da haben wir nie gesagt. Aber ich zitiere, als ich mit, also nicht mit der Dicken, das war eine andere. Ich zitiere aber, als ich mit ihr rumgeleckt habe, habe ich fast gewürgt, weil ihre Lippen so eklig waren. Das war was. Ja, okay, okay. Du schön, mein Freund, aber das konnte ich vorher nicht wissen, dass die so eine komische Konsistenz haben, die Lippen. Du hast sie aber trotzdem nochmal gefickt danach. Ja, das habe ich gemacht. Holger ist da schmerzfrei, Digga. Holger ist da sehr, sehr schmerzfrei. Sehr schmerzfrei. Aber danach habe ich die Sache beendet. Weil ich gesagt habe, ich habe jetzt noch, mir ist jetzt noch schlecht. Ja, ich weiß. Mhm. Willst du sagen, wer das war? Das war die Mutter vom Abonnenten. Die Mutter vom Abonnenten, Digga, die Holger gefickt hat. Ja. Also das ist nicht normal, Digga. Aber weißt du, was geil war? Sie kam immer 2 Stunden zu mir, hat mich 2 Stunden massiert. 2,5. Und dann sag ich irgendwann nach 2,5 Stunden, wo sie meine Beine massiert, alles, sag ich, kannst du jetzt auch mal auf Hüft gegenüber gehen? Und sagt sie, das war mir jetzt aber ein bisschen zu direkt. Das ist ja wohl völlig übertrieben, oder nicht? Ich kenne den Abonnenten auch, Digga. Wenn der weiß, dass du deine... Also, ich weiß auf jeden Fall, dass die uns immer ganz komisch angeguckt hat, wenn wir sie gesehen haben, Digga. Mhm. Also, Holger... Jetzt verliert doch mal gute Worte auch. Holger, nö, das, ich finde das gut, Digga. Ja? Holger, doch, klar, mein Respekt hast du. Ja. Also, ohne Scheiß, ich sag euch ehrlich, ich kenne keinen, der so einen Ehrgeiz hat und so hartnäckig ist, egal auf was bezogen, egal ob auf Muschis oder so. Also, Holger hat da echt einen heftigen Ehrgeiz. Und ich finde es auch korrekt, Digga, dass wenn er auch mal eine einlädt und die ist dick, und aber sie hat gesagt, sie ist dünn, dass er trotzdem Augen zu und durch und sie beglückt. Die haben auch ganz normale Gefühle, ne? Ja, schon, aber trotzdem war es ein 31er, die war ja auf den Bildern, die sie geschickt hat, nicht fett. Das war ein... Nee, keine. Die war nicht fett und dann ist sie angekommen und war ein 100 Kilo... ne? Mal reden wir von der aus dem Ausland? Die war nicht so fett. Nee, die aus dem Ausland. Die andere. Die hatte ein paar Kilos auf den Rippen. Die war, hast du gesagt, nicht so geil. Nee. Aber er hat trotzdem durchgezogen. Und das muss man erstmal schaffen, dass der Kollege Schnürschuh trotzdem stramm steht. Der steht immer, glaub mir. Ja, aber bei mir wird das nicht gehen. Immer zu früh sogar bei mir. Nee, ja, das wird bei mir nicht gehen. Wenn die mir optisch nicht gefällt, dann geht da nichts, Digga. Also das könnte ich nicht. Irgendwie trotzdem, bei mir trotzdem. Ich hab selbst mal, du kennst doch diese Röntgengeräte, die man auf dem Bauch macht, bei Schwangerschaften und so weiter, wo man noch Gel vorher drauf macht. Ja. Das gibt's auch für die Eier, habe ich Eier testen lassen. Und da war eine, die war 50 oder 60 und übelst hässlich, ich hab trotzdem Ständer geschoben. Die hat aber die Untersuchung mal so Ständer geschoben? Ja, weil ich habe Eierschmerzen gehabt. Ich dachte auf einmal, ich habe Hodenkrebs oder so, no joke. Dann hast du einen Ständer geschoben? Ja, Mann, ich habe mich richtig gekniffen und so. Ich wollte, dass es vorbeigeht, aber es ging nicht. Ja, dann habe ich mich hingegeben. Das ja. Ja, also da, aber Holger ist, was das angeht, Digga, also schon lustige Geschichten erlebt gehabt, Digga. Das muss man wirklich sagen. Mhm. Also mit Holger macht Spaß, Digga. Holles Kopf regt mich irgendwie auf, schreibt einer, Digga. Dein Kopf regt ihn auf. Ja, das höre ich öfters. Eine Frage habe ich auch gerade im Chat gelesen, welches Shampoo du benutzt. Ja, aber der muss mir erzählen, welchen Rasierer du benutzt. Für untenrum oder fürs Gesicht? Für Gesicht. Gar kein, Digga. Ich benutze ehrlich gesagt für ein Gesicht den auch wie für meine Eier, Digga. Echt? Ja. Ich habe den auch einmal benutzt von dir. Hast du den einmal benutzt? Mhm. Für Brust, als du dich gewaxt hast? Auch Eier, ja. Ja, stört mich doch nicht, Digga. Mhm. Das stört mich nicht. Das habe ich auch schon im Livestream erzählt, dass wir manchmal aus Spaß uns, beim Schwimmen oder so, auf einmal jemand dann Pimmelpeitsche auf die Stirn bekommt. Einmal auf den Kopf oder das sowas. Das ist mal passiert, ja. Nicht nur einmal. Ich weiß auch, wo wir im Schwimmbad waren und alle pissen waren, Digga, und auf einmal haben uns alle gegenseitig angepisst, Digga. Ja, ist echt. Wir stehen einfach an den Pissoirs, Digga, und ich weiß gar nicht mehr, wer darauf kommt. Ist ich, glaube ich. Habe ich einfach meinen Schwanz genommen, Digga, und nicht ins Pissoir gepisst, sondern gegen René. Dann hat René zurückgepisst und dann hat Holger mitgemacht, haben wir alle drei unseren Schwanz in der Hand gehabt und haben uns gegenseitig alle angepisst. Oder wie wir uns immer anrotzen im Schwimmbad. Das erzählen wir dir. Ab und an haben wir unsere 5 Minuten im Schwimmbad, wenn wir rutschen gehen oder so, und dann machen wir immer wir sind rutschen und auf einmal fängt einer an, den einem einen Clip ins Gesicht zu spucken. Und dann macht der andere zurück, irgendwann atmet es dann, ja. Dann macht man immer beim anderen im Gesicht den. Ja, Alter, wir werden dann immer zu Kindern, Digga. Den habe ich aber schon gemacht, als ich 10 war. Weißt du, was ich noch gemacht habe bei meinem Bruder? Was? Wenn du einen Dreier hochgehst oder irgendein Sprungbrett und jemand unter dir geht, pisst du dir einfach ein. Und er kriegt alles auf den Kopf. Wenn du die Gleiter hoch bist, ja, und der pisst dir einfach rein. Du gehst ja eh gleich ins Wasser.
Das habe ich noch nicht gemacht, das ist widerlich, Digga. Das ist gut. Das ist widerlich, Digga. Also, ohne Scheiße. Hast du da auf deinen eigenen Bruder gepisst? Natürlich. Ja, gut, vielleicht steht er da drauf, man weiß es nicht ganz genau, Digga. Also, ohne Scheiße, ich muss eins sagen, wenn ich Holgers Mutter wäre, ich würde nicht stolz sein, oder? Die kennen nur die Besten sein, die kennen nur die Besten sein. So. Ich hau ab. Ja, easy, alles klar. Also, da erlebt man schon mal interessante Sachen.